Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Horse Reality. Wir gehen einmal in die Riding School und machen Pick Hooves of Foal Doe. Dann haben wir zwei Fohlen bekommen, wenn ich gerade so den Überblick hatte. Wir haben schon mehrere bekommen, aber die habe ich schon fertig gemacht. Die sind in den letzten Tagen geboren. Und dann wollten wir eine schnelle Zuchtfolge. Zuchtfolge. Wir wollten eine schnelle Zuchtfolge machen. So, jetzt habe ich es. ja, ich wollte diese Folge dann auch nicht allzu lang machen. Wir haben ein Problem. Wir haben 58 von 58 Pferden und ja. Ich muss wieder Platz schaffen. Es ist allerdings schwer möglich, weil ich habe gerade nur ein Pferdchen im Verkauf. Ansonsten muss ich aber auch aussortieren. Ich kann euch sagen, dass Carino immer noch anwesend ist. Er ist mittlerweile 27 Jahre und 9 Monate alt und er hält sich ziemlich wacker, muss ich sagen. Also, er ist gut gepflegt worden von mir. So, wir wollten, beziehungsweise ich wollte jetzt alle meine Stuten, ich wollte es jetzt echt nochmal, ja, wie heißt's, ausnutzen, dass ich decken kann und. Ansonsten, wie gesagt, ich muss echt aussortieren, Platz schaffen, irgendwann mal hoffen, dass ich wieder Boxen kriege. Es ist wirklich sehr anstrengend. Ich bin gerade am überlegen, ich brauche, glaube ich, zwei. Nee, ich brauche. Ja, ich brauche drei gute Achaltekina-Hengste, weil ich wollte mal außerhalb von meinen Hengsten ja gerne züchten und. Beziehungsweise Hengste nehmen. Nein, das machen wir hier. Das wäre jetzt total blöd, wenn ich das so mache. Okay, also Achaltekina, Stallion, Europa und das. Und dann schauen wir mal, was wir finden. Ich hoffe, wie gesagt, die Dings wird jetzt nicht allzu lange. Falls er überhaupt mein Rechner hat, heute ein bisschen zu arbeiten, aber irgendwie hat er heute keine Lust. Welche Anforderungen habe ich an den Hengst? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich, ja, der ist toll, aber 100 DP. Ja, könnte ich dreimal decken. Wenn es aber daneben geht, habe ich halt ein Problem, ne? Dann habe ich 300 DP umsonst ausgegeben und kann dann nicht nochmal mit ihm decken. Also, das lassen wir mal. Da bezahle ich lieber ein bisschen HRC. Ich glaube, mit denen hatte ich auch schon mal gedeckt. Ich bin mir aber nicht sicher, ehrlich gesagt. Gucken wir uns den. Oh, der hat aber auch viele Very Goods. Wow. Okay. Der ist auch nicht schlecht. 8 Very Goods. Ja, wisst ihr was, Leute? Ich habe soeben mein Hengstchen gefunden. Pedigree. Nee, die hängen überhaupt nicht zusammen. Sehe ich jetzt auch. Nee, auf jeden Fall nicht. So, okay, dann machen wir das einmal so. Dann nehmen wir Never Too Late. Egal, was da jetzt rauskommt. Geld haben wir momentan. Nicht in Hülle und Fülle, aber wir können uns ein bisschen auslassen. Ja. Sieht gut aus. Okay, dann hätten wir die Achaltekina-Mädels schon mal fertig. So, jetzt gehe ich hier nochmal zurück. Okay, die Dings wird schon wieder so unendlich lang. So, Matchgirl haben wir erledigt. Genau, Desert Time ist ganz frisch, ein ganz hübscher Kerl. Leider hat er ein Average drin. 664er GP ist aber an sich echt ein Hübschi. Habe ich noch nicht reingestellt. Ich verstehe das nicht. Irgendwie mache ich da was verkehrt. Ja, wie gesagt, ist leider. Ja, schade. Shakira hat kein Fohlen. Okay, jetzt brauche ich für die Knappstrupper Mädels
So, Knappstrüber, da haben wir sie. So, schauen wir mal. Da haben wir, glaube ich, auch. Da haben wir zwei. Okay, wir brauchen also auch hier einen schicken Hengst. Ich werde die Folge ein bisschen zusammenschneiden bei der Suche und so, aber ich wollte jetzt nicht ständig, ne, also Aufnahme unterbrechen, wieder anmachen und so weiter. Dann schneide ich es lieber raus, also wundert euch da bitte nicht. Ich versuche die so kurz wie möglich zu halten. Ja, können wir ja mal gucken. Es war ein Rappe, aber das ist ja jetzt erstmal. Fury Gods hat der gute. Ja, ist auf jeden Fall ein reiner Rappe, ne? Also da passiert jetzt eigentlich nichts. Ich würde sagen, wir haben unseren Hengst gefunden. Der ist recht billig und so, Senorita und Hart. Alaya will ich verkaufen. Ja, dann decken wir doch einfach mal, ne? Schwuppdiwupp. So. Und Senorita. Ja gut, das gibt natürlich ja, ein reines Blackie. Aber das ist nicht schlimm. Gut, damit sind diese Mädels auch erledigt. Dann können wir hier schon mal zumachen. Da können wir zumachen. Super, wir kommen richtig gut vorwärts. Ja, hat ein Stutfohlen zur Welt gebracht. Julia Canti. Zwei Very Goods und so weiter und so fort. Hat ein GP von 707, gar nicht schlecht. Und hatte ich die auch schon mal? Die habe ich. Warum stelle ich die eigentlich nie rein? Das ist irgendwie ganz schlimm. Ja, bei der werden wir mal gucken, wo sie so landet. Ja, reiner Rappe mit Leopard und Patten und ja. Ein neues Foli. So, dann haben wir eine Oldenburger Stute. Da werde ich jetzt auch mal schauen. Oldenburg. So. Ja, Rechner, du kannst heute ein bisschen schneller arbeiten. Das wäre voll toll. Ja, braune. Und hat halt auch nichts Besonderes. Aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Nee. Okay. Hat aber Turbiano auch. Okay. Wir versuchen unser Glück einfach mal. Diese Folge geht jetzt schon eine Viertelstunde. Oh je, ich muss echt viel zusammenschneiden. So, ich habe. Wo kommt der her? Habe ich den rausgesucht? Der gehört zumindest nicht zu mir. So, raus. Ich habe jetzt, ja, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Shire, die ich decken lassen muss. Prima. Ich bin. Ja, jetzt muss man erstmal einen Shire-Hengst finden. Das ist gar nicht so einfach. Wie gesagt, ich werde diese Folge definitiv zusammenschneiden müssen, weil das sonst echt einfach zu viel wird. So, ihr Lieben. Dann schauen wir mal, ob wir bei den Shire noch irgendwas Tolles finden. Was für ein Dings hat er denn? Der hat echt viele Very Goods. Ja, eine Wundertüte. Und 576er AP für einen Shire ist auch gar nicht mal so übel. Also, warum ist der so günstig? Okay. Aber mein Gott, der ist nicht schlecht. Kann man ja mal machen. Also. Mal Date Champion. Wow, okay. Ja, ist gebongt. Also, why not, ne? Ja, machen wir. Also, perfekt. Super. Ja, das hätten wir.
Ja, das sind, glaube ich, die zwei frischen Fohlen, ne? Genau, die werden wir jetzt noch eben machen und dann muss ich diese Folge richtig viel zusammenschneiden. Es tut mir wahnsinnig leid. Okay, es ist ein Hengstfohlen von Snow Mountain und Joanna. Snow Joe. Snow Joe ist ein richtig cooler Name. Nein, du nimmst bitte mit S. Danke. Snow Joe, ein Shire-Hengst. Natürlich im Driving wieder, was auch anderes sollte sein. Das können wir dann gleich bei dem hier auch schon machen. Snow Joe, genau. So, dann. Aha. Nein, Carino nicht. Carino ist in Rente. Carino hat ein schönes Leben jetzt. So, dann ein Showhalfter. Was zum Geier habe ich jetzt gemacht? Oh, es ist immer. So. Snow Joe. Dann haben wir das nämlich gleich schon mal abgedeckt. So, Stutis. Wo sind wir denn? Da ist Snow Joe. Gut, gut, gut. Ich befürchte Schlimmes. Nein, ich befürchte nicht Schlimmes. Er hat 5 Very Goods. Na ja, guckt mal. Das ist doch gar nicht mal schlecht. 7G und so weiter und so fort. Genetics, da kann nicht viel bei rauskommen. Ich nehme an, dass er ein reiner Rappe ist. Da kann nichts anderes drin sein. Eigentlich. Ja, ich mache alles. Ich weiß. Aber ich mag das halt so. Ja. Oh, er hat noch ein Cream Gen abgekriegt. Ja, gut. 550er GB. Okay, ja, können wir mitleben. Ist völlig in Ordnung. Prima. Super. Okay. Ich werde mich dann heute mal um die ganzen Pferde kümmern und die mal in die Konfis schicken und so weiter. Und dann werde ich euch nächste Woche zeigen können, ob sie gut oder schlecht waren. So. Dann haben wir eine Paarung von Linas Johnny und Leckermäulchen. Das ist ein Stuti. Also, Lecker Johnny kann ich sie jetzt nicht. komm. Wir machen Amazing Lina. So, ist doch ein schöner Name für die kleine Maus. So. Nein, da wollte ich nicht hin. Das haben wir schon alles erledigt. Basic Training können wir mal eben starten. Das mache ich nachher mit den anderen auch. Dann haben wir sie jetzt zweimal Excellent. Ah, hat leider nur zwei Very Goods. So gut der Hengst gerade war, so schlecht ist die kleine Maus hier. Schade. Yeah. Ich nehme an, Rainer Fuchsi mit einem A vielleicht. Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. Könnte aber auch ein A mit drin sein. Ein E, meinte ich. Andersrum. So. Sie ist ein reiner Fuchs. Okay, ja gut. 5,52. Dann ist sie ein reiner Fuchsi. Ja, dann bleibt das so. Super. Okay, Lieben, die Folge ist, glaube ich, jetzt 25 Minuten lang. Ich muss die auf 15 Minuten kriegen irgendwie. Ich weiß noch nicht wie, aber ich gebe mir die größte Mühe. Okay, Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst dem Video gerne ein Like da, ein Abo. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Folge gefunden habt. Habt ihr Vorschläge, Ideen, Wünsche? Generell zum Kanal zu irgendwelchen Spielen, die ihr gerne sehen wollen würdet. Aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Horse Reality. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.